Und was ist Wort? Jetzt, wie es ein Gesetz ist, und ich bin gerade eine Ausnahme, aus die statische Schule, jetzt anfangen mit Immersion, dann schließlich, ABSM kann nicht alles machen. ABSM kann nur ein Vorbild sein, aber wir hoffen, dass das Vorbild dann sich verbreitet. Wir prüfen ein Gesetz, dass es auch in der staatlichen Schule gehen wir nicht. Und was ich auch nicht so, was ich nicht so ganz logisch finde, im Elsass wird in der staatlichen Schule nur Hochdeutsch gemacht. Das soll auch heißen, dass, wenn er jetzt die meisten Texte oder von der staatlichen Schule ist, Allemand, Langue étrangère. Und das kann ich nicht vertragen. Langue voisin. Langue étrangère, das ist für mich ganz. Mein Opa, das ist. Ich habe nur Elsassisch geredet mit meinem Opa, aber der hat nur Hochdeutsch geschrieben. Nicht? Und das ist eine Sprache. Und wir können nicht sagen, Allemand, Langue étrangère. Das geht nicht. Hochdeutsch und Dialekt sind beide unsere Sprache. Aber in der staatlichen Schule gibt es das leider nicht für den Moment. Also wir müssen aus dem Modell, wie du schon sagst, Deutsch, Langue du voisin, ja, ja. Sprache vom Nachbar, ja. Damit es richtig eine Grenze gibt, wo es nie gehen hat. Ja, ja, genau. Sprachgrenze hat es am Rhein nicht gehen.